Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Sacred Gold in der Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir gegen Giovanni gekämpft und ich muss mal gerade eben ein Kabel fixen, das sehe ich gerade, das ist vertüdelt, einen Moment. Wir haben beim letzten Mal gegen Giovanni gekämpft und da haben wir leider zu einem Crit von einem Nidoking Erdbeben unser Sumpfex verloren. Jetzt habe ich auch wieder Sound, das ist schön. Das haben wir verloren, das war unschön. Und deswegen haben wir heute Nidoqueen dabei, als Ersatz für Sumpex. Ich habe es schon mal entwickeln müssen, weil sonst kann ich keine Earth Power bekommen, wenn ich bis zu diesem Level trainieren möchte. Und ich hätte gerne eine Earth Power. Das ist das Set. Und ihr seht, Rivalry, das ist halt beschissene Fähigkeit. Also, das sorgt dafür, dass wir gegen Pokémon, die dasselbe Geschlecht haben wie Nidoqueen in diesem Fall, 25% mehr Schaden machen. Und gegen die Pokémon, gegen die wir die das andere Geschlecht haben, 25% weniger. Und das sorgt dafür, dass wir quasi halt... Ja, ne? Das ist ein Unterschied von 50% Damage und das ist ein bisschen unreliable, vor allem weil Nidoqueen weiblich ist und die meisten Trainer-Pokémon sind meines Wissens nach männlich. Ist das ein bisschen ungünstig, aber müssen wir jetzt mit arbeiten. So, außerdem habe ich mal nachgeguckt, was wir auf der nächsten Route fangen wollen und da gibt es halt legit nichts, was mich interessiert. Deswegen werden wir wieder versuchen, Entei zu bekommen und deswegen gucken wir mal hier hin. Dann gucken wir aus Pokégear, wo Entei ist. Ich habe extra Flottbälle gekauft und wir können halt leider nicht baiten, weil wir kein Pokémon auf genau Level 40 haben. Also wir können nicht mit Schutz versuchen ranzukommen, deswegen müssen wir einfach so mal gucken. So, Mahogany und Route 44. Na, wie sieht's aus, Entei? Bist du schon... Das ist leider die falsche Route, Entei. Sieht es Zorns gerade nicht so. Aber wie sieht's jetzt aus, Entei? Wie sieht's jetzt aus? Entei ist hier. Okay. Entei kann man auch auf dem Wasser begegnen und das werden wir jetzt hier probieren. Also rauf aufs Wasser und gucken, ob wir Entei kriegen. Wie gesagt, ich habe extra neue Flottbälle gekauft, also... Let's go, Entei, komm ran hier. Das ist kein Entei, das ist irgendwas anderes. Was ist unser Encounter für diese Route? Lotad. Ich meine, ist auch interessant. Watergrass ist ein interessantes Typing, kann man mitarbeiten. Ich werde auf jeden Fall dran denken, dass ich das habe. Und versuche mal, das jetzt mit einem Quickball zu fangen. Ich gucke mal auf meine Namensliste. Und da was draufsteht. Machen wir die Namensliste. Documents. Da soll sie sein. Ja, da ist sie. Pflanze haben wir nichts. Wasser haben wir auch nichts mehr. Wir haben noch einen bei alles. Und deswegen nehmen wir den. So, das Blatt ist zu groß für irgendwas geworden. Man weiß auch nicht genau für was. Und wir werden dieses Lotad jetzt, so wie es auf der Namensliste draufsteht, Pala nennen. Ich weiß nicht, ob ein Geschlecht dabei stand. Ist mir auch egal. Es ist mir auch gerade egal. Wir haben keinen anderen Namen unter alles und deswegen nehmen wir den. Leute, wenn ihr noch nicht benannt worden seid oder ihr habt mir noch nicht geschrieben, dann schreibt mir bitte noch. Ich weiß noch nicht, ob ich Kanto noch mache, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich und da werden noch einige Pokémon kommen und ich brauche Namen, Leute. Ich brauche Namen. So, da haben wir einen Psycho. Was machen wir gegen diesen Psycho? Ich fühle Sam im Lead, to be honest, gegen den Psycho nicht. Ich fühle eigentlich niemanden im Lead gegen den Psycho, aber Klaus glaube ich noch am ehesten. Und deswegen... Los geht's. Lucario wird immer nicht sehr effektiv getroffen. Damit kann man arbeiten. Vielleicht ist es ja auch irgendwie was, das langsam ist. Also dann kann ich für ein SD gehen mit Stärke vielleicht was machen. Aber mal gucken. Xatu auf jeden Fall. Okay, Xatu. Damit kommen wir... Klar, wir haben Stärke, genau. Wir haben Stärke, dann gehen wir dafür. Wird wahrscheinlich nicht bonnet, wenn immer ein Modest. Und Xatu ist auch nicht fragil. Aber es sollte für ein Tool reichen, genau. Es reicht für ein Tool. Und da kommt Tailwind. Das gefällt mir nicht. Der hält drei Züge. Ich gehe jetzt für Stärke. Da kommt ein Wish. Auch das gefällt mir nicht, weil wenn ich das Mon jetzt hier gekillt habe, wird das nächste Mon ein Wish bekommen. Und mein Angriff geht ins Leere. Quasi. Weil ich werde es wahrscheinlich. Wenn es ein Psychic-Type ist, werde ich nicht genug Schaden machen. Xatu ist jetzt weg. So. Nächstes Mon, bitte nichts zu gefährliches. Psyana. Psyana. Und das im Tailwind. Meine Psyana-Switchings sind schwierig. Ich habe 4 Poison-Types. Vielleicht hat er keinen Psycho-Move. Also vielleicht hat er nicht Psychic, sondern irgendwie nur... Was hat er noch? Psybeam? Future Sight. Oh, fuck, da geht's schon los. Okay, Tailwind ist immerhin weg. So, let's go Flamethrower. Wir müssen hier so viel rausholen, wie wir können. Ich hab tatsächlich Psybeam, keine Psychic. Okay. Das Problem mit der Future Sight ist halt... eine Million Schaden. Das Problem mit der Future Sight ist halt, man kann die nicht einfach wegprotecten.
Man kann sie nicht einfach wegprotecten. Hier kommt ein Flamethrower. Reicht nicht für Wanted. Kriegt einen Burn. Kriegt einen Burn. Das ist schon mal schön. So. Wir müssen irgendwie es hinbekommen, dass wir nicht von der Future Sight zerstört werden. Frage, wie kriegen wir das hin? Jetzt für ein Protect. Future Sight ist das Typing, das wir haben, egal. Trifft alle gleich stark. Psybeam, kommt nochmal. Okay. Future Sight ist das, unser Typing egal. Der trifft alles gleich stark. Heißt, ich kann... Oh, jetzt kommt die Future Sight schon. Huch, nimmst du die Squillachi? Okay, dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. Jetzt muss ich nur irgendwas auf dem Psybeam reinholen. Das nicht direkt droppt. Protecten kann ich jetzt nicht nochmal. Sam hat eine Antibeere. Ich gehe auf Sam. Sam hat eine Antipsychobeere. Sam kommt jetzt mal eben rein. Vielleicht drückt das Espeon ja sogar was anderes. Ne, jetzt kommt auch noch ein Psybeam. Wie gesagt, wir haben eine Antipsychobeere. Das nehmen wir jetzt einmal. Vielleicht das letzte Pokémon wird dann ein bisschen schwierig ohne Antipsychobeere. Komm mal gucken, was das letzte denn ist. Wahrscheinlich ein anderer Psychic-Type gegen einen Psycho, ne? Es ist nicht unwahrscheinlich. So, Espeon weg. Letztes Pokémon. Letztes Pokémon. Girafarig. Girafarig wurde halt gebufft. Macht es uns doppelt so viel Schaden wie das Psyana gerade? Ich weiß es, to be honest, nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe für einen Biss. Psykick! Das könnte killen. Ja, so viel zu unserem Nidoqueen. Da ist es auch schon wieder weg. Ja, ich glaube, wir müssen Grumlins gehen. Grumlins nimmt als einziges eine Psychic. Das ist das Problem, wenn du keine Psychic-Checks hast. Wenn dein einziger Psychic-Check tot ist, quasi. Poison Jab. Sollte für ein Tool reichen. Ja. Zenithbat auch. Der ist mixed. Der ist mixed. Grumlins. Okay, Grumlins takt auch einen Zenithbat. Ja, so viel zu unserem Nidoqueen, ne? So viel zu Nidoqueen. Poison Jab und weg mit dem Girafarig. Dann muss ich mir wohl wieder ein neues Pokémon aus der Box suchen. Ist das nicht super? Wow. Ich hab ja richtig Bock, jetzt noch ein Pokémon zu trainieren. Da wollen wir mal gucken, ne? Da wollen wir mal gucken. Nidoqueen sollte es also auch nicht sein. Alter, das macht mich gerade so fertig, ne? Es macht mich gerade so fertig. Ich habe das Nidoqueen gerade trainiert. Und ist schon wieder tot. Gib mir das Item da. Max Repel. Okay. Und Entei habe ich auch nicht gekriegt. Solltest du mir nicht eigentlich was schenken? Du hast mir den Rage Candy Bar gegeben, oder? Ah, naja, wir haben jetzt einen Rage Candy Bar. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Aber wir haben den jetzt. ja, ich lache, obwohl gerade mein Nidoqueen gestorben ist. Ich bin ein schrecklicher Mensch. So. Nidoqueen. Ja, ne? Du hast einen Kampf dabei. Dann nicht mehr. Extrem kacke gelaufen. Machst du nix. Machst du nix. So, der nächste. Wer kommt als nächstes mit? Also, Parler fällt mir gerade spontan ein. Typing gefällt mir eigentlich. Und unsere Alternativen. Wir könnten halt Horsey mitnehmen. Und Drachen. Jadicate würde gegen Psychics helfen, weil Jadicate Crunch kann. Und Jadicate ist auch schnell. Leute, ich glaube, ich trainiere das Radikal. Ich glaube, ich werde jetzt actually das Radikal trainieren. Heißt, wir sehen uns dann, nachdem ich das Radikal trainiert habe. Bis dann. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch aufnehme. Wir haben es schon, ja, nach 18 Uhr. Ja, stimmt gar nicht. Wir haben es jetzt genau 18 Uhr gleich. Also, mal gucken, ne? Wir sehen uns dann gleich oder auch morgen. Für euch im selben Part. Bis dann. So, da sind wir wieder. Ich habe Radikal trainiert. Da habt ihr es. Hab ein Choice Band drauf getan, damit wir die, ja, auch ordentlich böllern können mit Crunch, weil unser Attack-Set ist gar nicht mal so geil. Aber immerhin ist unser Speed ganz gut, ne? Ein bisschen weniger als Grumlins, aber der ist ganz okay. Der ist ganz okay. Double Edge böllert auch ein bisschen mit Choice Band, also vielleicht lässt sich damit was machen. Wir werden es gleich sehen. Los geht's, weiter geht's.
Die Route wollen wir heute noch klären, bevor wir uns in den Eistunnel stürzen, in dem wir auch noch ein Pokémon fangen dürfen. Dürfen wir auch noch. Aber ich würde sagen, im Eistunnel, ich schaue gerade mal rein. Ich glaube, da gab es die besten Pokémon weiter unten. Ja, oben gab es Swinub, Golbat und so ein Mist. Und ganz unten gab es auch noch Jinx. Wir wollen zwei Stockwerke nach unten. Zwei Stockwerke nach unten gibt es nämlich, also da gibt es auch Jinx, aber da gibt es auch Delibird. Und wenn ich mich das richtig im Kopf habe, ist Delibird ziemlich gut gebufft worden vom Hack. Wir werden es dann sehen. Aber ich glaube, es war so. Wie gesagt, wir werden es dann sehen. Außerdem habe ich im Norden auf der Route, da habe ich ein bisschen trainiert. Und da habe ich mal diesen einen Typen noch angesprochen, einfach so. Und der hat mir Sludge Bomb geschenkt. Wo haben wir denn TM? Sludge Bomb. Da, ich bin froh, dass ich die vorher nicht hatte, sonst hätte ich Nidoqueen beigebracht. Nidoqueen ist gerade gestorben, von daher, ne? Dann wäre die weg gewesen. Aber die existiert. Oh, hallo. Wollte mich eigentlich gleich mit dem Angler anlegen, vorher noch das Pokémon wechseln, aber ich kann auch erst gegen dich kämpfen, das ist auch in Ordnung. Bitte habe ein Pokémon im Lead, welches ich gut mit meinem Slowking. Das ist ja optimal, da kann ich ja radikal einfach losschicken. Let's go. Und dann drücke ich einfach auf den sehr effektiven Crunch, der von unserem Choice Band geboostet wird und, ich weiß nicht, ob der One-Hitted, ich halte es für unwahrscheinlich, aber er wird auf jeden Fall sehr viel Schaden drücken. Oder er One-Hitted einfach, weil wir gekrittet haben. Super gemacht. Wieder der erste Move, den Radikal drückt hier, ist einfach direkt Zerstörung. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Das ist, was wir sehen wollen. Ich nehme absolut noch nicht das Sepa mit, weil ich möchte Zetraking gerne dann haben, wenn ich gegen die Drachen ran muss. Und dann gebe ich ihm Scarf und Outrage alles weg. Aber jetzt gerade will ich es noch nicht haben. So, jetzt nehmen wir mal Tobias nach vorne, denn wir werden uns jetzt mit einem einem Wassertrainer anlegen. Und da habe ich ganz gerne meinen Pflanzentypen vorne. Das würde ich auf jeden Fall sehr appreciaten, wenn der vorne ist und einfach alles weggegabt werden kann. Was ich heute so getan habe. Wir haben heute Samstag, den 19.12. Das Video wird wahrscheinlich irgendwann die nächste Woche über online kommen. Für euch, ich weiß nicht, ob es schon online ist, wahrscheinlich noch nicht. Ich habe Schwarz und Weiß 2 Wi-Fi-Bälle gegen Spielmannsherz gespielt. Und das ist für mich noch ein bisschen krasser als für euch, weil mein erster Kontakt mit Pokémon Competitive war Suishomaru, ne? War in Deutschland wahrscheinlich nicht selten, aber das war mein erster Kontakt damit. Aber viel mehr reingebracht haben mich tatsächlich damals die Gen 5 Wi-Fi Battles von Spielmannsherz. War eine ganz coole Sache. Empfehle ich, sich anzugucken, wenn man das interessiert. Es ist jetzt nicht super krass High-Level, ne? Aber Es ist super, um reinzukommen und ein bisschen Hype aufzubauen für sowas. Und es war ganz cool. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich tatsächlich heute nochmal. Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Ich habe auch erst in Gen 6 mit Competitive angefangen. Deswegen habe ich es nicht für Möglichkeiten, dass es irgendwann mal passiert. Aber wir haben es tatsächlich gemacht und das fand ich cool. Das fand ich cool. So. Und dann haben wir da noch einen Wylord. Also Tobias spammt immer Giga Drain. Das Problem ist halt, dass die Pressure haben. Und meine Giga-Drains langsam ein bisschen, werden ein bisschen wenig. Also werde ich gleich nochmal umdrehen, um ins Pokémon-Center zu gehen. Denn dafür setze ich jetzt kein Ether ein. Ich brauche die Ether noch. Alter, Wylord! Tank! Drain. Ja, das macht halt nichts. Das macht halt nichts. Okay, dann mache ich halt meine Giga-Drains komplett leer. Ich drehe jetzt eh um. Du kannst mich nicht stoppen. Du kannst mich nicht stoppen, Wylord. Wer braucht Giga-Drains? Tobias nicht. Tobias definitiv nicht. Aber vielleicht werde ich Tobias tatsächlich irgendwann mal austauschen gegen Kapaloris. Auch wenn ich würde es halt nur sehr ungern machen, weil Kapaloris, klar, ist auch ein Grass-Type. Aber der fängt halt. Der fängt halt Fighting-Types nicht so gut ab, aber ich habe ja auch Fighting-Checks. Also vielleicht mache ich das mal. Ja, wir können gerne Telefonnummern austauschen. Weil Kapaloris ist halt nicht weak gegen Psychic. Und das ist immer einiges wert. Ach, ruf du doch, die ruft schon wieder an. Hallo, na? Du hast Zeug gekauft. Hier gibt's keinen Shop. Ich muss erst warten oder ich gehe woanders hin, aber das ist ja Aufwand. Mache ich nicht. Niemals. Gegen das System. So, dann swappen wir euch mal eben durch. Du gehst nach da und dann tue ich Ensayu wieder nach vorne, weil Ensayu das niedrigste Level hat. Und dann setzen wir Fliegen ein nach Mahagonia City. Ich hätte jetzt auch woanders hingehen können, um die Items aus dem Shop abzuholen. Ja, dann hätte ich zweimal fliegen müssen und kostet alles Zeit. Und Zeit ist eine begrenzte Ressource. Da muss man immer ein bisschen aufpassen.
So, Radikal, spring auf den Tisch. Hier, nimm meine Ratte. Ja, ich heile die eben. Oh, mach ich bitte. Kein Ding. Oh, hier, los geht's. Und dann werden die Pokémon geheilt und dann gehen wir gleich wieder südlich durch diese Tür. Denn alle Türen in jedem Pokémon-Center sind im Süden. Pokémon-Center werden nämlich ausgerichtet. Werden die meisten Gebäude in dieser Region. Alle Gebäude haben ihre Tür nach Süden zeigen. Das ist ein kulturelles Ding. Glaube ich. So, gegen dich will ich gerade noch nicht kämpfen. Bei dir bin ich mir auch unten. Oh, da ist noch einer. Ja, okay. Ich wollte eigentlich gucken, ob es hier noch irgendwelche Psychos gibt, gegen die ich kämpfen kann, damit ich Radikal eben ausnutzen kann. Aber dann, wir können auch jetzt eben spontan kämpfen. Lieber Ass-Trainer. Alan. Mit einem Tropius. Tropius gefällt Answer You jetzt gerade weniger. Ich habe leider keinen Eisfang. Wir können auf Zeiss gehen. Aber was wir auch einfach machen können, ist, wir können einfach Hyperfang drücken. Das wird Two-Hitten. Und ich kann später auch auf Zeiss gehen. Und das ist eine Choice Band Hyperfang, ne? Vielleicht flincht die ja sogar. Critical Hit! Oh, die hätte nicht mehr getooltet. Krass. Leaf Blade. Aua. Das könnte wehtun. Okay, ich habe nur 90% Chance zu hitten, deswegen wechsle ich mal eben aus auf Zeiss. Der resistet die Leaf Blade und der drückt dann Poison Fang und stirbt das Tropius. Nochmal eine Leaf Blade. Okay, ist in Ordnung. Und wir outspeeden dich und wir geben dir jetzt einen Poison Fang. Tropius auch noch nie benutzt. Hat sich nie angeboten. Aber Tropius sieht seit Gen 6 auch einfach super lächerlich aus, wie es da in der Luft schwebt. Hier sieht es ja noch wie so ein existierendes Lebewesen aus, ne? Und ab Gen 7. Bisschen unglaubwürdig, das Ding, ne? Ab Gen 7, ab Gen 6 meine ich. Bisschen unglaubwürdig. Hallo, Raichu. Ja, ich hatte mal Ground-Types. Das waren Zeiten, oder? Ich hatte mal Ground-Types, heutzutage nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt in meinen Grass-Type. Auch hier Gifloor besser als Kapaloris. Denn wir können mal einen Electric-Move abfangen. Thunderbolt. Der könnte ein bisschen wehtun. Gucken wir mal, wie viel der denn wehtut. Oh, gar nicht mal so viel. Okay, dann gehen wir für Earth-Power. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einfach Giga-Drain sollte. Aber dann gehe ich auch für Earth-Power. Aber wobei, vielleicht wäre Giga-Drain trotzdem eine bessere Play gewesen. Ein bisschen recovern. Wir wurden immer nicht geparat. Das ist schon mal gut. Hier kommt eine Earth-Power. Na, Raichu, wie gut steckst du das weg? Ich behaupte, gar nicht. Oha! Oha! Es hat weggesteckt. Okay, ich gehe für einen Giga-Drain. Ja, da hätte ich doch lieber Giga-Drain sollen, weil jetzt gehe ich ganz schön low da raus. Ich hätte Giga-Drain sollen. Ich verstehe doch schon, Mann. Ich habe gedacht, ich one-hitte den. Und dann crittet der auch noch. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Bitte bring kein Pokémon rein, für das ich Gifloor brauche. Bitte bring nichts rein, wofür ich Gifloor brauche. Das wäre mir sehr unangenehm. Mach das nicht. Charizard. Okay, dafür brauche ich Gifloor nicht. Das ist gut. Habe ich Switch-Ins auf Charizard? Ich habe, I guess, Grumlins. Bringen wir mal Grumlins rein. Problem ist halt, wenn das Saat irgendwie sowas wie Erdbeben kann, dann ist doof, ne? Und der kann halt Erdbeben lernen. Kommt ein Flamethrower. Den taken wir ohne Probleme. Wir sind ein Tentoxer. Den Flamethrower nehmen wir ohne ein Problem. Und dann gehen wir für Surfer. Ich hatte gerade kurz Angst, da passiert was, wurde ich geburnt, aber nee, es sind nur meine Leftovers. Es ist alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir für Surfer. Für einen Two-Hit wird er reichen. Für einen One-Hit eher nicht. Aber für einen Two-Hit wird er reichen. Bitte Saat, hab kein Erdbeben. Wäre unangenehm. Wir werden es niemals erfahren. Du bist einfach gedroppt. Holy shit. Hätte ich nicht gedacht. Aber nehme ich. Nehme ich auf jeden Fall. Tentox hat nur Base 80 Special Attack, ne? Das ist nicht so viel. Das hat schon einen Grund, warum man damals in Gen 6 Hydro Pump spielen musste, wenn man Mamoswine one-hitten wollte. Wagsire. Ja, da wäre es natürlich sehr schön, wenn unser Grass-Type noch auf dem Erdbeben reinkommen könnte. Wir gehen mal auf Zeiss, um dem Erdbeben auszuweichen. Und dann gehen wir für eine Hypnose, würde ich sagen. Erdbeben, da ist es. So, jetzt gehen wir für Hypnose. Sehr schön. Und dann gehen wir doch raus auf Gifloor. Gifloor sollte Quagsire outspeeden. Und das Wichtige ist halt, jetzt gerade in diesem Moment drückt er niemals Erdbeben. Wir haben eine Chance, dass er weiterschläft. Das wäre optimal. Und wenn er nicht weiterschläft, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht auf den effektiven Move halt für gegen Tobias drücken. Und dann outspeeden wir und können ihn weg wieder drainen. Schläft weiter. Das ist das Optimale. Und ich gehe davon aus, dass Tobias outspeeden wird und der Giga Drain wird one-hitten. Ja, da ist es. Rip Morlord. Du wurdest soeben zerstört. Zack, wächst das Morlord. So läuft das hier. So läuft das und nicht anders. Und hätte ich halt direkt Tobias auf das Morlord reingebracht, wäre ich zum Erdbeben gedroppt. Da muss man ein bisschen aufpassen, Leute. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Da wird der Weizen von der Spreu getrennt. Heißt das so? Ich glaube, so heißt es. Wir kriegen ein X-Bad, Leute. Passiert auch noch was Gutes in dem Part. Da habe ich gerade ein bisschen gespuckt. Das war unschön. X-Bad! Nice. Guckt es euch an. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Your Zeiss evolved into Crobat. Er heißt immer noch Zeiss. Keine Angst, Textbox. Da hat sich nichts geändert. Den gucken wir uns an. Den gucken wir uns eben an. Vielleicht hat er Buffs bekommen. Ich weiß es nicht. Ich müsste nachgucken. Hier ist auf jeden Fall 94 Attack und 94 Defense. Da sind wir immer noch ein bisschen unter Radikal, aber wir sind gut dabei. 146 Speed. Holy fucking shit. Das ist eine geile Sache. Und ich kann die Sooth Bell runternehmen und ein anderes Item drauf tun. Haben wir noch Leftovers über? Ich glaube, wir haben Leftovers über, ne? Ja, dann nimm die Leftovers. Nimm einfach die Leftovers, Zeiss. Du brauchst keine Freundschaft mehr. Du kriegst jetzt ein richtiges Item. Und Leftovers mit Fly ist auch eine Kombination, die sich sehen lassen kann. Ich bin gerade einfach aus dem Menü herausgegangen, um wieder reinzugehen. Ich weiß, aber ich habe vergessen, dass ich noch Hyper Potions einsetzen möchte. Zumindest zwei Stück. Eine für dich. Und habe ich irgendwas, das weniger heilt? Nee. Dann gehen wir die andere Hyper Potion auch noch an. Und werfen die auf Tobias. Was die 444 Hyperheiler, die ich habe, betrifft. Ich habe mal auf Twitter nachgefragt, aber das passiert in Sacred Gold und Hearts. Sacred Gold. Ja, in Sacred Gold und Storm Silver wohl häufiger mal, dass Leute random viele Hypertränke kriegen. Also, es ist nicht meine Schuld. Electrizer. Elektrorisierer. Stromisierer. Heißt der Stromisierer? Ich glaube, der ist Stromisierer. Ein Ultra Boy. Coole Sache. So, dann haben wir hier aber links noch weiter Trainer. Wir sprechen dich jetzt von hinten an. You look strong. Ich finde auch, dass ich ziemlich stark aussehe. Ich bin nämlich auch ziemlich stark. Deswegen macht das auch Sinn. Also es ergibt Sinn. Hätte Levis jetzt gesagt. Ampharos. Einmal mehr muss ich leider sagen, dass ich keine Ground-Types mehr habe. Und deswegen auf Tobias gehen. Das mit den Ground-Types ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Die sind irgendwie gerade alle gestorben. Drei hintereinander. Discharge. Bitte keine Paare. Dankeschön. So, ich gehe davon aus, wir outspeeden und können ihn earthpowern. Ja, wird nicht one-hitten, wird aber guten Schaden drücken. Und ich gehe nicht für einen Sleep-Powder, aber Sleep-Powder misst am Ende nur. Und dann kommen wir auf selbe hinaus, aber weniger AP oder mehr Chancen, uns zu paralysieren. Nee. Signet Beam. Oh. Das trifft neutral. Und es crittet. Was ist das denn hier? Immerhin hat er mich nicht confused. Das hätte er auch noch machen können, wenn er da Bock drauf gehabt hätte. Ich gehe jetzt für den Giga-Drain, um ein bisschen HP dazu rauszurecovern. Ah. Ganz schön viele Crits diesen Part. Ich kritte viel, der Gegner krittet viel, alles wird gekrittet und es ist unangenehm. Es ist sehr unangenehm. Ich kriege immer Angst, wenn ich so viele Crits sehe. Ich hätte lieber weniger Crits. Empoleon. Ich möchte gerne Sleep powdern. Mist. Macht Mist was? Was macht Mist? Keine Ahnung, was es tut, aber ich habe gerade einen Sleep powder gemisst. Ich gehe jetzt wieder auf Power. Aqua Jet, bitte sleep dich einfach selber. Bitte sleep dich einfach selber. Schade. Earth Power kommt, trifft sehr effektiv. Mal sehen, wie low es ihn haut, weil dann je nachdem wirklich aber mal Giga Drain. Aber sollte ihn so um die 50 machen. Oh. Oh, das war ein Crit. Es werden einfach Crits rausgeballert ohne Ende. Ich habe mal überlegt, ob es vielleicht interessant wäre, irgendwie auf einem Drajano-Hack eine Draft-Liga zu machen. Dafür müsste ich halt aber wissen, ob das überhaupt machbar ist. Das habe ich nämlich nie getestet. Aber es wäre eigentlich schon eine sehr interessante Sache, oder? Stunspore. Okay. Okay, weil bis zu Gen 5 sollte man das ja machen können, weil da wird ja nicht mal... Ich weiß ja nicht, ob die Server sowas mitmachen, ne? Ich weiß ja nicht, inwiefern die Server dafür gebraucht werden. Da kommt noch eine Earth Power. Ich weiß, dass Blossom auch Earth Power kann, aber... Ne? Okay. Ich sollte einmal mal auf X-Bad wechseln, glaube ich. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, in dem man auf X-Bad wechselt, bevor man hier irgendwie gekrittet wird. Ja, aber ich glaube, das wäre eine ganz interessante Sache. Dann sind die ganzen schwächeren Monster ein bisschen stärker. Es gibt ein paar interessante andere Move-Sachen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es interessant wäre. Aber ich weiß halt nicht, ob man das zum Laufen bekommen würde. Und ich habe gerade ohnehin ein bisschen... Also, ich sage euch nicht, weswegen, aber es ist so. Also, gerade nicht. Aber es ist was, das man sich für die Zukunft mal merken könnte, wenn man das zum Laufen kriegt. Könnte man actually drüber nachdenken. Tobias ist bis zu Level 48. Ich muss aufpassen, Level 50 ist das Cap. Level 50 ist das Cap. Chat ruft an. Richtiger Chat.
Howdy, jetzt Chad. Professor Oaks Pokémon Talk ist eine sehr erfolgreiche Radioshow, das ist korrekt. Tschüss, man sieht sich. Boah, ich freue mich schon drauf, wenn ich die Sinnoh-Musik und die Höhlenmusik freischalte und dann in Kanto. Ja, okay, wir spielen Kanto. Wobei, ich will es halt nicht 100% festlegen, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und dann da in Kanto so mit der Höhlenmusik oder mit der Sinnoh-Musik, vor allem mit der Sinnoh-Musik, ein paar interessante Pokémon fangen kann. Das wird cool. Ich finde es ein bisschen traurig, dass ich die Sinnoh-Musik hier noch nicht habe. Das 3-Jahr-No einem, den ich ein bisschen früher gegeben hat. Aber vielleicht tut er das ja in 2.0. Ich könnte es mir vorstellen und ich würde es mir wünschen. Es wäre auf jeden Fall cool. Es wäre auf jeden Fall cool. So, auf geht's, zurück auf die Route. Da war noch ein Angler, der da rumläuft. Es ist natürlich die Frage, ob man gegen diesen Angler mit seinem Level 48 Giflor lieben möchte, um dem noch mehr XP zu geben. Oder ob man einfach bei Answer You bleibt und hofft, dass der irgendwie mit Slowbro oder Slowking ankommt und dass man einfach alles wegcrunchen kann. Wir werden es jetzt sehen, denn ich werde auf jeden Fall einfach hier mit meinem Radikal vorne bleiben. So, mein Herr Edgar. Octillerie. Okay, ein Octillerie. Will ich den einfach Double-Edgen? Glaube ich, dass Double-Edge... Ich gehe für Double-Edge. Ich gehe davon aus, ich wollte den mit einer Choice-Band Double-Edge. Und das ist... Den Recoil nehme ich lieber, als dass ich eine Octazooka fressen muss. Da ist es weg. Da ist es weg. Sehr schön. Octillerie one-hitted. Anderes Mon. Was ist das andere Mon? Politoed. Okay, das ist ein bisschen bulkier. Da gehe ich wieder raus. Den Double Edge ich jetzt nicht auch noch. Da gehen wir auf Grumblins und dann Poison Jam wie das Ding weg. Ist, glaube ich, sicherer. Ist, glaube ich, sicherer. Double Slap. Geht daneben. Und let's go Poison Jab. Ob es für ein Two-Hit reicht, man weiß es nicht. Ich gehe nicht davon aus. Politoed hält ein bisschen was aus, ja. Und da bounced es los. Da bounced es los. Dann hauen wir doch mal eben eine Barriere raus, damit wir den Bounce besser nehmen. Zack, plus 2 Def. Da kommt der Bounce. Solange ich nicht paralysiert bin, ich fein damit. Hat mich nicht paralysiert, das ist sehr schön. Und dann gehen wir noch einen Poison Jab hinterher. Ich weiß nicht, Politoed? Ich meine, hätte der in den späteren Gens halt nicht Niesel, wäre der halt echt bad. Also no Niesel Politoed ist halt echt bad. Der macht halt nichts. Der kann nichts. Ist ein bisschen sehr traurig. Also es gibt dann halt wirklich kaum einen Grund, das Ding wirklich über Poliwrath zu spielen. Poliwrath hat auch noch das bessere defensive Typing, wenn man das irgendwie bulky spielen will. Ja, der Politoed hat ein bisschen die Arschkarte gezogen. Aber es hat ja in Gen 5 Niesel bekommen und ab dann krankes Vieh. Regen ist halt... Einfach, dass man durchs Reinkommen schon Wetter rausholen kann, ist einiges wert. Vor allem halt in allen Gens vor Gen 6, wo Regen permanent ist, wenn dadurch eine Fähigkeit ausgelöst wurde. Oder genau das gleiche mit Sand. Also permanentes Wetter ist halt einfach krank gewesen. Aber es ist halt nicht so krank gewesen, dass es irgendwie komplett busted wäre. Also klar, also es ist ein bisschen busted, weil es wurde ja nicht umsonst in Gen 5 verboten, dass man permanentes Wetter plus ein Wetterabuser, sowas wie, ja, also du kannst es nicht irgendwie Sandrush und Sandstorm, also die Sandsturm-Fähigkeit auf demselben Team spielen. Genauso kannst du nicht Wassertempo und Niese auf demselben Team spielen. Also insofern musste man da schon ein bisschen was machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ohne diese zusätzliche Fähigkeit das Wetter so komplett busted wäre. Und so wie es gerade geregelt ist in Gen 5 zum Beispiel, macht mir das eigentlich super viel Spaß. Weil durch das permanente Wetter sind halt auf einmal ganz andere Sachen viable als sonst. Also Gastron ist OU, das sagt schon mal einiges aus. Und du kannst halt... Sowas wie Toxicroak ist OU. Toxicroak profitiert von dem Regen. Sowas wie Carpils wird dadurch super interessant, weil im Sandsturm recovern Leftovers nichts. Außer du bist halt sowas wie Carpils und hast Poison Heal. Dann recoverst du auch im Sandsturm noch. Und solche Nischen sind dann eine ganz coole Sache. Wir gehen für den Sorcen, damit wir danach mit Stärke richtig böllern können. Und sowas gibt es halt nur im permanenten Wetter. Und deswegen finde ich das ziemlich interessant. Extra Sensory kommt, aber es trifft natürlich sehr effektiv. Also ich gehe davon aus, wir taken das nochmal ganz gut. Ja. So, jetzt geben wir nur plus 2 Stärke und hoffen, dass es einfach killt. Was permanentes Wetter natürlich auch macht, ist halt, es forst so quasi Wetterkriege. Dann hast du halt, der eine hat sein Wetter, der andere hat das andere und dann müssen beide irgendwie gucken, dass sie ihr Wetter rausbekommen, indem sie ihre Wetter-Pokémon hin und her wechseln.
Und versuchen, dass die am Leben bleiben. Und dann trappt der eine das andere Wetter-Pokémon. Dann behält der andere das andere sein Wetter. Und dann muss... oder man muss halt im Teambuilding schon darauf achten, hey, was macht mein Wetterteam eigentlich, wenn ein anderes Wetterteam kommt? Und dann hat der andere, dann muss ich mit dem anderen Wetter irgendwie klarkommen. Und solche Sachen finde ich halt irgendwie interessant. Und wir haben das Pidgeot gerade mit einer plus 2 Stärke gewonnen-hittet. Ist das nicht super? Ich finde das super. So, aber jetzt müssen wir trotzdem tatsächlich in eine andere Stadt fliegen. Denn ich muss mir mal eben eine TM besorgen. Ein bisschen Schutz besorgen. Damit wir halt da durchgehen können und uns da ein Pokémon fangen können, wo wir uns Pokémon fangen wollen, nämlich im zweiten Untergeschoss. So, deswegen fliegen bitte. Wir fliegen einfach in die nächstbeste Stadt, die nicht mehr Harmonia City ist, sondern wir gehen nach Acroteak City. Auf nach Teak City. Los geht's, X-Bud. Ah, es ist schon schön, so ein X-Bud zu haben. Und dann kannst du halt im Regen auch noch so Sachen machen, wie du kannst Hurricane und Thunder spielen mit 100% Accuracy. Aber du musst dann auch aufpassen, hey, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Wetter immer hier ist. Dann musst du das so abschätzen. Oder dein Team baut halt extrem auf dem Wetter auf und du musst halt irgendwie deinen Wettersetter irgendwie am Leben erhalten. Deswegen wird Politoed auch häufig einfach super defensiv gespielt, ohne dass es wirklich ein großer Threat ist. Einfach nur, dass es nicht so schnell stirbt und man es oft einfach reinbringen kann, um den Regen wieder aufzusetzen. Ich finde sowas super. Ich finde das super. Also es ist ein bisschen eine Umstellung, wenn man das nicht kennt. Man muss ja erstmal reinkommen. Aber es ist ganz. Ich finde das super. Hey, na, gib mir das ganze Zeug, was du für mich hast. Haban Berries, die wären cool für die Drachenarena. Fühl ich. Was habt ihr noch? Charty Berries. Ja, für die Drachenarena nicht so, aber grundsätzlich. Finde ich cool. Ja, ja. Was hast du noch? Schucker Berries mag ich grundsätzlich sehr gerne. Immer gut, was gegen Erdbeben zu haben. Noch so? Payapa Berries. Ja, davon brauchen wir immer viele. Wir sind nicht so Psychic, gut gegen Psychic-Types aufgestellt. Noch so Ockerberries. Ja, okay, I guess. Keine mehr. Schade. So, dann hätte ich jetzt hier gerne ein paar Top-Schütze. So, Max Repel. Oh, wir haben ja noch 11. Ja, jetzt haben wir 22. 21, meine ich. Man kann nie genug Schutz haben. Und dann wollen wir uns auch in die Eishöhle begeben und da mal gucken, dass wir uns irgendwo unten was Cooles fangen. Ich hätte auch nichts dagegen, mal einen Snowrun zu haben. Hauptsache, ich habe halt einen Ice-Type. Und Golbat können wir ja mal ein paar Mal resetten. Weil so ein Ice-Type in der Drachenarena, mit dem ich einen Scarf in die Hand drücken könnte. Physischer Ice-Type wäre cool, wenn ich wirklich physische Ice-Moves hätte. Es gibt Ice-Punch. Und ich weiß nicht, gab es hier schon Icicle Crash oder ist das ein Gen 5-Ding? Ich glaube, Icicle Crash ist ein Gen 5-Ding. Bin mir fast sicher. Also, ein physischer wäre natürlich cool, da könnte ich Choice Band drauf slappen. Aber auch ein spezieller mit einem Choice Scarf und Scarf Ice Beam durch die Drachenarena durchballern, ist auch cool. Ist auch sehr cool. Weil natürlich ein Kingdra rumläuft, auf das man ein bisschen anders reagieren muss, aber das kriegen wir schon hin. So, ich werfe dann gleich einen Schutz ein. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, ein anderes Pokémon nach vorne zu tun, aber es sollte ziemlich Banane sein. Wir werfen eh einen Flottball und da habe ich am besten das Pokémon vorne, das Eis resistiert. So. Gebt mir meinen Schutz. Da ist er, Max Repel. Er damit. Und Reiner. In der Höhle sollten eigentlich keine Trainer sein. Also im Base Game sind da keine. Und ich weiß nicht, ob Drajano da jetzt extra welche hingestellt hat. Aber die Musik hier ist halt sehr geil. Ich lasse sie ein bisschen auf euch wirken. Magmarizer. Kamerakauz Wigbert. Da ist er. Wir machen ein Foto. Ich weiß nicht mehr, wir wissen. Schildohr. Nicht für Glaciola. Lass uns ein Foto machen. Kurtel da so hinterm Kopf. Blumen auf Lucarios Kopf. Aber ich glaube, ich möchte hierfür Gameboy Sounds haben. Nee, die Gameboy-Sounds klingen halt einfach nicht so geil wie ein echter Gameboy. Ein echter Gameboy wäre cooler gewesen. Habe ich das Rätsel gerade einfach spontan aus dem Gedächtnis gelöst? Ja, habe ich tatsächlich. Es ist auch kein schweres Rätsel. So, zack. Nein, ich wollte nach links. Zack, zack, zack. Und da haben wir Kaskade. Ey! Brauchen wir noch den Orden, mit dem wir es einsetzen dürfen? Können wir den schon wem Kaskade beibringen? Ich glaube nicht. Potenziell Tentoxa, aber auf Tentoxa will ich keine Kaskade. Ich glaube, sonst lernt das gerade niemand, ne?
Nee, nur Tentoxa. Also nie gerade. Gerade nicht so. Wir können sie eh noch nicht einsetzen, außerhalb des Kampfes. Hätten wir Sumpex, hätte sich natürlich gefreut, aber machst du nichts, ne? Hey, na? Das da, das war eine VM, ja? Das war's tatsächlich. Das war's tatsächlich. Du brauchst Schuhe. Okay. Besorg dir ein paar Schuhe. So, wir gehen jetzt ein Stockwerk runter. Eins müssen wir noch runtergehen. Ah ja, hier sind wir. Okay. Okay, das heißt, wir machen jetzt gleich erstmal das Steinschnrätsel. Dafür müssen wir den Stein erstmal nach oben schieben. Ja, setz Stärke ein. Hey, Lucario. Mach mal eben. Werd ein bisschen groß. Wupp, wupp, wupp. So, der hier muss nach da oben. Und dann müssen wir nämlich einmal außen rumlaufen. Der hier geht nach zack, zack, zack. Dann geht man hier einmal außen rum. Und schiebt das nach da rechts. Schieberätsel, Leute. Die anspruchsvollsten aller Rätsel. Dann hier außen rum. Ich meine, für ein Pokémon-Spiel ist eigentlich geeignet. Ich hing ja als Kind auf jeden Fall ein bisschen länger, als ich sollte. Aber ich glaube, das war die Version, wo ich wirklich dran hing, war, glaube ich, die auf dem Gameboy wirklich. Ist eigentlich exakt dasselbe, aber da war ich halt nochmal ein bisschen jünger. So, den schieben wir nach links. Dann runter. Weiter. Noch ein. Und dann nach links. Der Repel ist vorbei. Keinen Schritt gehen. Bloß keinen Schritt weitergehen. Wir müssen erst den Repel wieder aktivieren. Wir wollen hier keinen Encounter. Wir wollen den Encounter ein weiter unten. Badadada. So, dann einen nach unten schieben. Dann aber bloß nicht zur Seite, sondern erstmal einen nach oben. Weil wenn wir ihn zur Seite geschoben hätten, dann hätten wir ihn nie wieder zurückbekommen. Stimmt, ich werde ihn wieder nach rechts schieben können, aber wenn man ihn zu weit schiebt, ne, dann ist vorbei. So, den wollen wir hier hoch. Und wir wollen den dann von da aus nach rechts verschieben. Dann da hoch, weil von links kann man ihn und von oben kann man ihn jeweils nicht reindrücken. So, und dann machen wir den. So. Und jetzt fehlt nur noch der Stein und dann haben wir alle drin. Ohne einen einzigen Fehler, Leute. Ohne einen einzigen Fehler. Und runter da. Und da wollen wir gleich einen Encounter holen. Aber erstmal hören wir uns die geile Musik an. Ich liebe die Musik hier unten. Die ist super. Also, gut geeignet dafür, dass man hier wahrscheinlich eventuell ein bisschen länger stehen könnte. So, aber, was wir gerade tun müssen, ist erstmal rausfinden, wo zur Hölle muss ich hier lang? Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. So, dann nach oben. Dann der hier und dann so. Nee. So, so, so. Ah ja, so war das, genau. So, Full Heal. Aber jetzt laufen wir hier ein bisschen hin und her, denn hier möchte ich gerne meinen Encounter kriegen. Genau hier. Und deswegen müssen wir den Schutz erstmal auslaufen lassen. Na, 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 na. Oder möchte ich doch vielleicht ein Stockwerk runter? Ich guck's lieber nochmal nach. So. Gibt's weiter unten was Interessanteres? Da unten gibt's Sneasel statt Delibird. Und es gibt Glalie statt Snorunt. Aber das juckt mich eigentlich eher wenig. Also ich möchte eigentlich schon hier was haben. Ich habe lieber das Delibird als das Sneasel, glaube ich. Einfach weil ich Delibird gerade interessant finde. Wobei ich gucke, glaube ich, vorher lieber mal, was Delibird kann in dem Hack. Ich gucke lieber vorher mal, was Delibird kann. Sonst geht das hier in die Hose. Sonst geht das richtig in die Hose. So, liebe Delibird und dann bin ich am Ende traurig. So, Documents. Pokémon Changes. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Delibird halt hart gebufft wurde. Delibird. Hat Fähigkeit Techniker bekommen und ein komplettes Stat Revamp. 85 Revamp. 115 Base Speed. 95 Attack. 105 Special Attack. Nee, ich möchte schon das Delibird. Ich möchte schon das Delibird. Das klingt sick. Ich möchte schon das Delibird. Gib mir das Delibird. Die Stats sehen ja richtig sick aus. 105 Base Special Attack, 115 Base Speed. Uiuiui. 95 Base Attack ist auch geil. Also gib mir das Delibird. Er mit dem Delibird. Normales Delibird natürlich absoluter Mist. Aber das Delibird hätte ich sehr gerne. Repel ist vorbei. Ein Schritt. Komm, gib mir ein Delibird. Delibird, Delibird. Das ist ein Keifel. Aber auch Keifel finde ich gut. Auch Keifel finde ich gut. Ist kein Delibird, aber ist ein Ground-Type. Und wir wissen alle, Ground-Types kann ich sehr gut gebrauchen. Werfen wir einen Quickball. Werfen wir den Quickball.
haben wir noch irgendwie Ground oder Eis auf der Liste? Es ist gerade einfach wieder aus dem Ball gekommen. Geht für Takedown. Okay, jetzt muss ich es irgendwie schwächen. Der Flottball wirkt jetzt nicht mehr so gut. Wie schwächen wir ein Pillow Swine? Ich habe halt nicht so die optimalen Monster für. Werf mal eine Stärke drauf. Wir haben eine Sugar Berry auf Klaus. Wir würden nochmal einen Boden-Move nehmen, wenn wir es müssen. Auch wenn wir es natürlich gerne vermeiden würden. Critical Hit. Oho. Oho, 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 oho. So, da kommt noch ein Takedown. Er chippt sich selber ein bisschen. Und jetzt werfe ich einen Finsterball, glaube ich. Ja, Finsterball finde ich gut. Wir sind hier in einer dunklen Höhle. Eins. Zwei. Drei. Nice. Okay, Pillow Swine wurde gefangen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ist ein verdammt guter Encounter. Darf man nicht unterschätzen. Und hier haben wir sogar keinen Grund, es nicht zu Mamutel zu entwickeln. In Gen 5 hätten wir einen, aber hier haben wir keinen. So, wir haben einen Pillow Swine. Wir möchten diesen Pillow Swine einen Nickname geben und ich habe keinen mehr auf der Liste stehen, der gerne ein Pillow Swine wäre. Und deswegen nenne ich dieses Pillow Swine jetzt einfach Tarek und niemand kann mich stoppen. Besonders Tarek kann euch nicht stoppen. So, Tarek, du bist jetzt ein Pillow Swine. Ich hoffe, du fühlst dich geehrt. Wollen wir die Höhle noch eben fertig machen? Nö, wollen wir nicht. Ich finde, wir sollten den nächsten Part mit dieser guten Musik starten. Und das werden wir dann auch tun. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.